Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich hatte noch diese Minion-Sticker und da fiel mir ein, ich hatte doch auch noch mal ein großes Quartett dazu gekauft. Was heißt dazu? Ich meine jetzt mal von den Minions. Und wir haben niemals damit gespielt und da hatte ich gedacht, die könnte man doch noch verbasteln. Und zwar sind dort richtige lustige Gesellen drin. Also die Karten sind 8,5 mal 12 etwa. Und da kann man doch richtig süße Karten draus basteln. Und welche ich daraus gemacht habe, die möchte ich euch mal zeigen. So, das sind die Karten. Und so sehen sie aus. So, und dann geht's los. Da passt doch, wenn man jetzt diese Karte nimmt und diese Schablone herauflegt, kann man schön ausstanzen und dann ergibt es diese Größe hier. Und wenn man jetzt diesen Rahmen umdreht, kann man da so schön gleich eine Karte draus basteln und das wieder hier reinlegen. Finde ich, hat man gleich einen schönen Rahmen. Und die fertigen Karten möchte ich euch jetzt zeigen. Einmal diese hier, da habe ich noch die Herzchen, noch ein Herz, auch mal geteilt, dieses blaue und weiße und so ein bisschen dahinter gesteckt. Das war jetzt die erste Karte. Dann habe ich hier auch noch mal das Herz geteilt hier und zwei Aufkleber drauf gemacht. Das ist die hier. Mit diesen Teilen hier möchte ich noch nachher zum Schluss noch eine Karte basteln mit euch. Ja, das sind die Stempel, die ich benutzt habe. Und hier könnt ihr gleich auch noch mal sehen, da habe ich hier noch mal untergelegt mit einem lilanen und hier das weiße Herz untergelegt. Dann noch mal diese Karte. Alle nach dem gleichen Prinzip gemacht. Und dann diese, da habe ich die Kreise hier ausgeschnitten, auch nochmal mit weißem Papier hinterlegt. Die habe ich alle jetzt hier so erhaben gemacht. Hinterlegt. Dann hier eine nochmal, habe ich das, die Karte so gelassen. Die Karte so gelassen und nur hier Aufkleber raufgeklebt. Und so sieht es dann aus. Habe ich jetzt nicht ausgestanzt, sondern gleich mal so benutzt. Ja, und dann möchte ich mit euch noch eine Karte basteln. Und zwar einmal nehme ich hier eine Karte einfach, drehe die um. Und leg die hier rauf. Muss ich mal gucken, ob ich richtig rum auf habe. Ja, richtig rum auf. Die lege ich jetzt hier rauf. Und dann habe ich schon Sticker vorbereitet, auch auf weißem Papier hier unterlegt, ausgeschnitten. Und mit diesen kleinen Stickern habe ich das genauso gemacht. Auch hier diesen Kreis ausgeschnitten. Die waren ja alle so grau hinterlegt. Die sind alle hier grau hinterlegt. Habe ich ausgeschnitten und dann auf so ein Viereck, auf so ein Quadrat aufgeklebt. Und diese kleinen Stempel habe ich auch mal hier gleich versucht, ob man die auch auf einem Papier bringen kann. Ja, und wie ich das mache, wollte ich euch noch mal zeigen. Das ist ja ganz einfach. Einmal hier den Kleber
nehmen. Den nehme ich gerne von Action hier. Der macht sich ganz gut. Und ich verreibe den auch mit dem Finger, wenn es sein muss. Kann man wieder leicht sich die Hände waschen, ist kein Problem. So, einmal abwischen. Dann klebe ich so ein bisschen schräg rauf. Ich nehme mal jetzt die Karten hier ein bisschen weg, dass ich ein bisschen Platz habe hier. So, und hier habe ich schon Klebestreifen dran gemacht. Brauchen wir jetzt hier was noch abnehmen. Ja, und ich habe ja mit Papier hinterlegt, und wenn es dann mal nicht so schön gerade geworden ist beim Ausschneiden, dann nehme ich auch mal noch eine alte Feile und feile mir die Ecken hier nochmal so ein bisschen rum. Dann habe ich die alle mit auch ein bisschen eingeschwärzt mit Stempelfarbe. Und so kann ich jetzt so platzieren, wie ich möchte. Das ist so ein bisschen erhaben. Ja, und das Happy Birthday habe ich ja hier auch hinterlegt. Kann man jetzt hier oben noch draufsetzen. Gerade oder schräg, wie man möchte. Und hier möchte ich diese Schrift gerade verdecken. Und da klebe ich dann das gleich mit drauf, so dass man das nicht mehr sieht. Und hier habe ich noch eins vorbereitet, einen kleinen Sticker. Kann man ein bisschen schräg draufsetzen. So, und so schnell ist schon eine Karte fertig. Ja, wenn es euch gefällt, schreibt es mir in den Kommentaren. Das war's schon. Ja, und die Stempel, die habe ich mal aus dieser Box hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich die her hatte, ob die jetzt von Rossmann mal waren. Da gibt es zurzeit auch solche kleinen süßen Stempel, ähnliche. Da sind ja viele verschiedene gehören dazu. Die benutze ich ganz gerne mal, wenn es schnell gehen soll, wenn man nur jetzt so ein bisschen Platz hat auf der Karte. Hier ist nochmal dieses Tortenstückchen. Die benutze ich gerne. So, das war's schon. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann! Und hier gibt es noch eine Karte. Ups. Bis dann. Tschüss.